Spontanversammlung ein. Da hat aber jemand in der Idee der Spontanversammlung zugrunde liegenden rechtlichen Rahmen überhaupt nicht erfasst. Das fängt schon allein damit an, dass sämtliche Teilnehmer der verbotenen Demonstration bereits vor Ort sind. Weiter geht es damit, dass kein einziger Teilnehmer der zuvor verbotenen Demonstration ein unmittelbarer Anrainer des Versammlungsortes ist. Einzig die Dame, die die Demonstration aus ihrer Wohnung heraus mit dem Schlaufon filmt, würde den Kriterien der Spontandemonstration entsprechen, wenn sie und ihre Nachbarn sich spontan auf der Straße treffen würden, um mit ihrer Präsenz gegen die Lärmbelästigung durch die Teilnehmer der im Vorfeld verbotenen Demonstration zu protestieren. Ich bin jetzt ab jetzt in einer Spontanversammlung mit dem Thomas. Ach Björn, wer hat dir denn erzählt, dass man Spontanversammlungen inklusive der Festlegung zweier Verantwortlicher anmelden könnte? Das Wesen einer Spontanversammlung ist doch gerade, dass sie von den Anrainern einer Örtlichkeit ohne gegenseitige Absprache anlässlich eines aktuellen Ereignisses von jetzt auf gleich durchgeführt wird. Du und deine Spätzeln seid weder Anrainer, noch habt ihr euch aus einem erst Minuten zuvor bekannt gewordenen Anlass versammelt. Ihr seid von weit her angereist, um hier eine bereits im Vorfeld verbotene Infektionsparty zu feiern und brecht jetzt vorsätzlich das geltende Recht, um eure illegale Party trotz des verfügten Verbots durchzuziehen. Und sollte man hier unverhältnismäßig einschreiten bei unserer Spontanversammlung, dann werden wir davon Gebrauch machen und den Notruf wählen und die echte Polizei holen. Und dann werdet ihr abgelöst. Wir werden einen anderen Abschnitt verständigen und nach Hilfe rufen. Weil die Herrschaften sehen zwar aus wie Polizei, aber sie verhalten sich nicht wie Polizei. Die Polizei sollte ja eigentlich dem Volk dienen, also uns, ja, normalerweise uns beschützen. Nö, Björn, du bist kein Volk. Und selbst mit deinen vielen Spätzeln bist du nicht einmal ein sehr, sehr kleines Völkchen. Seht her, was sie mit uns machen! Sie greifen uns an! Sie attackieren uns! Genau, Björn. Es ist so brutal, wie diese Polizisten herumstehen und tatenlos zuschauen, wie du die an dieser verbotenen Versammlung teilnehmenden Menschen aufhetzt, statt dich festzunehmen und einem Staatsanwalt vorzuführen. Für unser Grundrecht, was wir wahrnehmen und ausführen wollen, das ist nicht zu akzeptieren! Das ist schon allein deswegen nicht zu akzeptieren, weil es überhaupt kein Grundrecht auf andere anstecken dürfen gibt. Ich würde mich jetzt freuen, wenn der Gruppenleiter oder wie man das auch immer bei der Polizei nennt, sich zum Kooperationsgespräch zu mir bemüht, dass ich durchsprechen kann mit ihm, wie jetzt die Spontanversammlung ablaufen soll. Da die Voraussetzungen für eine Spontanveranstaltung hier gar nicht erfüllt werden, ist es müßig, irgendwelche Modalitäten aushandeln zu wollen. Und da die Teilnehmer gerade Landfriedensbruch begehen, ist auch der freie Abzug keine Option, da die Personalien aller Teilnehmer aufgenommen werden müssen. Ja, friedliebende Menschen, selbstbestimmt. Menschen, die regelmäßig arbeiten nachgehen, um Steuern zu bezahlen. Der braune Thomas ist immer für ein Späßle gut. Als ob er im vergangenen Jahr irgendein Arbeitgeber für ihn auch nur einen Cent Steuern für das Verrichten ehrlicher Arbeit abgeführt hätte. Wir haben bei dieser Spontanversammlung gerade nach dem Grundrecht Artikel 20 angemeldet. Wir haben Ordnerbinden dafür dabei und wir würden jetzt gern von unserem Grundrecht Gebrauch machen auf der Stelle. Auf der Stelle aber zackig! Ich habe gerade das neue Grundrecht auf andere anstecken dürfen erfunden und jetzt will ich unverzüglich davon Gebrauch machen dürfen. In Abstimmung mit der Versammlungsbehörde wird Ihre eben als Spontandemonstration bezeichnete
Ansammlung als Ersatzveranstaltung für eine verbotene Versammlung bezeichnet und entfaltet in diesem Sinne kein Grundrecht nach Artikel 8. Sie werden jetzt hier von den Polizeibeamten einzeln identifiziert und im Anschluss mit einem Platzverweis belegt. Das war eine klare Ansage, oder? Entschuldigung, welche Versammlungen sollen wir beigewohnt haben, die Sie dann verboten haben? Wer sind Sie denn? Ja, wer ist er denn, der Herr mit Brille und Hut? Das ist keine Frage des Bittens, sondern es ist eine Frage des Versammlungsrechts. Die Rechtslage habe ich eben erläutert. Das ist aber falsch. Das können Sie im Nachgang auf dem Verwaltungsgerichtsweg gerne überprüfen lassen. Eine weitere klare Ansage, an der man nichts deuteln kann. Es spricht gegen diejenigen, die diese Aussagen nicht verstehen können oder nicht verstehen wollen. Wer meint, dass irgendeine verfügte Maßnahme nicht rechtmäßig ist, hat jederzeit das Recht, dagegen zu klagen. Meine Aufgabe jetzt an dieser Stelle ist, diese Versammlung nach Einschätzung der Versammlungsbehörde als Ersatzversammlung für eine verbotene Versammlung zu behandeln. Hat doch gar und nichts die Personen, zu tun und die sich jetzt hier in der Einschließung befinden, das ist zu identifizieren und anschließend mit einem Platzverweis zu belegen. Das war jetzt die dritte klare Ansage gleichen Inhalts. Wer das immer noch nicht verstanden hat, ist entweder wirklich dumm oder er es sie stellt sich dumm. Für Ersteres kann man nichts, Zweiteres ist eine vorsätzliche Tat. Sie verstoßen hier permanent, wenn Sie sich mal umschauen, gegen den Infektionsschutzverordnung. Ich nicht persönlich. Schauen Sie mal um, Sie auch. Sie tragen keinen Mund Nase. Ihre Maske hängt unter Ihrer Nase ab 7:30. Ich habe Ihnen die Lage zweimal erläutert. Sie können sich gerne beschweren. Sie können gerne das Ganze verwaltungsgerichtlich im Anschluss überprüfen. Das ist nicht in Ordnung. Achtung, jetzt kommt ein Karton. Dass Sie hier gerade alle Zeugen sind, inklusive der Polizei und der anwesenden Kollegen, wie hier ein Rechtsbruch durchgeführt wird, der vom Grundrecht geschützt sein sollte. Ein echter Banane, wie er im Lehrbuch für faules Matschobst steht. Was auch wichtig ist, wenn diese Politik hier zurücktreten muss, weil sie der Lüge überführt wurde, dann können Sie, liebe Polizisten, die hier anwesend sind, einzeln davon ausgehen, dass Sie dafür haftbar gemacht werden. Hier gibt es keinen Dienstleiter, jeder Einzelne, vom Kameramann bis zu der Frau, die schön geschminkt ist mit Maske, ist haftbar zu machen, dafür, dass Sie nicht demonstrieren. Genauso muss es aussehen. Und da ist sie schon, die handelsübliche Bedrohung der Ordnungskräfte vor Ort, die dafür, dass sie ihren Job machen und dem Gesetz Geltung verschaffen, ganz fürchterlich bestraft werden, wenn die Schwerdenker der einzige ihre Diktatur errichtet haben werden. Dieser Running Gag darf auf keinen Fall bei einem Schwerdenker-Infektionsevent fehlen. Ich hole mir möglicherweise einen Krankenschein oder ich demonstriere und sage, lieber Herr Diensteinsatzleiter, das ist nicht verhältnismäßig, es ist so in meiner Polizeiausbildung nicht vorgesehen gewesen, dass ich einmal Ordnungswidrigkeiten oder den Verdacht von Ordnungswidrigkeiten mit staatlicher Waffengewalt verfolge. Auf Running Gag 1 folgt wie gewohnt die 2. Der Aufruf an die anwesenden Ordnungskräfte zur Insubordination. Auch das ist ebenso wie die Androhung von Straftaten nach einer rein hypothetischen Machtergreifung strafbar. Zudem zeigt er sehr schön das völlig absente Demokratieverständnis der Redner und des Publikums auf. Man fragt sich, was wohl schlimmer ist, das Aussprechen solcher Dinge oder das Applaudieren für diese in Worte gefassten Straftaten. Seid ihr mitschuldig? Jeder, der sich gegen dieses faschistische, gesundheitlich faschistische System nicht wehrt, ist Teil dieses Problems. Da hat jemand im Unterricht gefehlt, als der Faschismus Thema des Geschichtsunterrichts war. Das Problem ist nicht die Pandemie, sondern diejenigen, die sie völlig leugnen oder sie zu verharmlosen versuchen. Jedes Infektionsevent der Schwerdenkensekte trägt zur Weiterverbreitung des Virus und seiner mannigfaltigen Mutationen bei.
Ihr seid eine latente Gefahr für das ganze Land. Disclaimer: Wer unbedingt geldlos werden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wider. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up.